Zahlreiche prominente Autoren und Publizisten haben den friedlichen Demonstranten gegen die Asylpolitik der Bundesregierung ihre Unterstützung zugesichert. Mit wachsendem Befremden beobachten wir, wie Deutschland durch die illegale Masseneinwanderung beschädigt wird. Wir solidarisieren uns mit denjenigen, die friedlich dafür demonstrieren, dass die rechtsstaatliche Ordnung an den Grenzen unseres Landes wiederhergestellt wird, heißt es in einer am Donnerstagabend auf einer im Internet veröffentlichten Erklärung. Verantwortlich für den Aufruf ist laut Impressum die ehemalige DDR-Bürgerrechtlerin und Publizistin Vera Lengsfeld. Die Seite findet ihr auf www.erklärung2018.de. Ihr werdet dort zum Weitersagen aufgerufen. Macht davon Gebrauch und teilt es in den sozialen Netzwerken. Diese Erklärung könnte der Dammbruch sein, der die gesellschaftliche Wende herbeiführt, die den Bürger aus dem medialen Meinungskorsett endlich befreit. Die Zahl der Erstunterzeichner ist beachtlich. Darunter befinden sich Henrik M. Broder, Uwe Tellkamp, Dr. Thilo Sarrazin, Jörg Friedrich, Dr. Jörg Bernig, Matthias Matuschek, Vera Lengsfeld, Dr. Cora Stephan, Professor Egon Fleig, Heimo Schwilk, Ulrich Schacht, Dr. Frank Böckelmann, Herbert Amon, Thomas Jürgen Muß, Sebastian Hennig, Dr. Till Kinzel, Christina Köhnen, Annabel Schunke, Alexander Wendt, Dr. Ulrich Fröschle, Dr. Karl-Heinz Weismann, Thorsten Hinz, Siegfried Gerlich, Michael Klonowski, Eberhard Sens, Birgit Kelle, Matthias Moosdorf, Uwe Steimle, Dieter Stein, Frank W. Haubold, Andreas Lombard, Annette Heinisch, Klaus Kelle, Eva Herrmann, Professor Max Otte und viele weitere Unterzeichner mehr. Vera Lengsfeld erklärte dazu weiter auf ihrer eigenen Website: Mit der vierten Regierung Merkel nimmt die Politik Fahrt auf, die unser Land mitsamt den emanzipatorischen Errungenschaften, die hier gelebt werden, zerstört. Wer den Koalitionsvertrag gelesen und verstanden hat, weiß, welche Zumutungen auf die Bürger zukommen. Ja, welche Zumutungen sind denn das? Lengsfeld schreibt weiter: Ungebremste Einwanderung, Umverteilung große Teile des Volksvermögens nach Europa, Enteignung durch Verpfändung der deutschen Spareinlagen für europäische Schuldenbanken, drastische Erhöhung der Grundsteuer und damit kalte Enteignung der Hausbesitzer, mehr Umverteilung und damit noch mehr Staatsabhängigkeit. Alle Bürger, die sich dagegen wehren, werden als rechts abgestempelt oder gar als Nazis verunglimpft. Der mündige Bürger ist das Feindbild des Mainstreams. Die deutschen Politiker und die mit ihnen verbündeten Medien treiben die Republik in eine Gesinnungsdiktatur. Immer mehr Bürger gehen auf die Straße, um ihren Widerstand gegen diese Entwicklung deutlich zu machen. Ihnen gilt unsere Solidarität, schreibt Lengsfeld am 16. März 2018 auf ihrer Homepage. Den zentralsten Punkt dieser Irrsinnspolitik prangert Dr. Curiot am 16.03.2018 in seiner Bundestagsrede an. Sehr geehrter Herr Präsident, geehrte Abgeordnete, die AfD hat beantragt, unberechtigten Grenzübertritt zu verhindern durch umfassende Grenzkontrollen und entsprechende Antragsteller zurückzuweisen. Wer gegen diesen Antrag stimmt, will mithin, dass unberechtigte Antragsteller weiterhin die Grenze nach Deutschland überschreiten und ein Schutzverfahren eröffnen können, inklusive Dauerversorgung und jahrelangen Klagen. Wie von obersten Richtern betont, kann niemand unter Berufung auf Schutzgründe zu Land nach Deutschland einreisen. Die Einreise aus einem sicheren Drittstaat, alle Nachbarstaaten Deutschlands, ist zu verweigern. Ebenso, wenn ein anderer Staat für die Durchführung des Asylverfahrens zuständig ist, gemäß Dublin III, der Erstzutrittsstaat in die EU. Tatsächlich haben wir jedoch Binnenmigration in Europa und müssen unsere nationale Grenze schützen und nicht statt dieser versäumten Pflicht unsere Weihnachtsmärkte mit Betonpuddern und Maschinenpistolen schmücken. Zur Ablenkung wird gerne über sogenannte Schleuserkriminalität gejammert. Ist aber der Schleuserkriminell so auch sein Auftraggeber? Wer sich schleusen lässt, will betrügen. Mit dieser ganzen Herrschaft des Unrechts, Herr Innenminister, müsste endlich Schluss sein. Die Garantin hierfür aber haben Sie gerade neu entthronisiert. Den Unterstützern der offenen Grenzen geht es um den Umbau der einheimischen Bevölkerung durch jedwede Zuwanderung samt entsprechenden Konsequenzen für die Wahlbevölkerung. Die UN-Umsiedlungspläne Resettlement von Afrika nach Europa, de facto Deutschland, hat Frau Merkel, die Kanzlerin der Ausländer, der Union ins Parteiprogramm geschrieben. Dem dient die Duldung
des massenhaften Identitätsbetrugs, weggeworfene und gefälschte Pässe. Dem dient die bewusste Fehlbezeichnung Flüchtling für Sozialmigranten. Mit der Eigenschaft Flüchtling kann man nicht herumreisen, man hat sie nur bei Übertritt aus dem Fluchtland. Dem dient die Bemäntelung der völligen Unmachbarkeit dieser Völkerverschiebung, wenn für sogenannte Integration nicht erwerbsfähiger Personen jährlich über 50 Milliarden veruntreut werden. Das ist Diebstahl am deutschen Volk, das zerstört unsere Heimat. Die Willkommenskultur ist für Heinrich August Winkler eine Selbstgefälligkeit deutscher Narzissten, die sich als Bessermenschen selbst vergötzen. Gegenmeinungen sollen mit der Rassismuskeule erstickt werden. Was wir brauchen, ist eine Willkommenskultur für demokratische Meinungsvielfalt, vor allem auch in diesem Hause.